Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS25 auf der Landkreis Rostock. So, Motor an. Let's go. Und ich würde sagen, Attacke. Muss gucken, ob hier Ohrflage oder ob es gehäckselt wird. Sieht nach gehäckselt aus, noch woanders. Ja. Auch ja das Stroh. Wo wir ja schick Ballen draus pressen dann. Upsala. So, heute ist ja schon Freitag, die Woche ist vorbei. Yeah. Oh, die Leute, die am Wochenende arbeiten müssen. Bäh. Aber ich sage ich immer so schön gerne Augen auf bei der Berufswahl. Mich erwischt jetzt das vierte Wochenende am Stück. Aber ich weiß, wenn die Woche vorbei ist, jetzt noch zwei Wochen. Und dann. Oh, das war die falsche Taste. Ich wollte die Taste haben. Wollte jetzt nicht stoppen. Hier muss ich da mal neu drüber fliegen. Mach das ganze Feld auf links drin gleich. Mensch Katze, haut doch mal ab. Man hat wieder irgendwas gedrückt hier, ich krieg die Motten. Fenster aufgemacht, was ich gar nicht aufmachen sollte. So, jetzt aber. Immer noch eins offen, einen Moment, geht gleich weiter. Sind die davon aufgemacht? So. Irgendeine Tastenkombi hatte ich gerade gedrückt und hat mir vom Farmplay vier oder fünf Fenster aufgemacht. Und eins reicht mir eigentlich. Wenn ich immer weiß, wo, wie, wann, weshalb. Eigentlich das Ding, das Tool, was ich nutze, zum, wo ich meine ne Mods von jeden Let's Play verwalte und auch von den, vom Twitch-Spielstand. Hilft so ein bisschen meine meine Mods ordnen. Kann ich jede Map einen eigenen Ordner machen, plus dazugehörige Mod, und über das Tool kann ich die halt managen, weil wir jetzt Rostock starten, Bergmann starten, Talbach starten. Geht einwandfrei über das Tool. Habe meinen Brand nach dem Plasma spenden eine Woche Freude. Mit halt geht es noch von den Temperaturen her. Aber trotzdem.
Wenn ich da an nächste Woche denke, wird mir Angst. Wir haben die bei uns in der Region bis 37 Grad gemeldet. Und ich sag klatsch in die Hände spätschicht. Bin ich hellauf begeistert. Und dann noch eine 8-Tage-Woche. Die wirst du ja mal am Stöckel gehen. Ich zumindest. Es gibt manchmal echt Tage, da habe ich mit der Hitze echt zu kämpfen. Aber nicht den Kopf hängen lassen, Augen zum Durst, sage ich dazu immer. Geht schon ganz gut mit unserem Raps. Ich glaube, ich muss gleich auf Tastatur fahren umsteigen. Ich werde gerade belagert von der Katze. Wenn ich so über die Katze drüber greifen muss, damit schlenken kann, ist immer ein bisschen doof. Jetzt wäre ein Torgewinde, müsste aber reichen. So. Haben wir 6% haben wir drin. Reißt mich gerade richtig. Das sind halt Montage bei mir. Bei euch ist ja Freitag, wenn ihr die Folge seht. Ich habe erst Montag. Und hatte einen relativ kurzen Schichtwechsel von Sonntag auf Montag. Von Arbeit nach Hause, 12 Stunden dazwischen und da stand ich schon wieder auf Arbeit. Was willst du machen? Wenn der Chef sagt, du machst das, muss ich das machen. Mein Chef gibt mir auch Geld dafür, dass ich das mache. Jeden Monat.
Das ist immer bei 76%, also 30% ist voll. Es sieht ja schon mal gut aus, würde ich sagen. Stehen lassen. Na egal. 80% haben wir, warum fast voll sein. So, Dilly. Winzig. Herstellung Raps fast fertig. Oh, 5% noch. Ist doch schon.
So, let's go, lass riedeln. Let's go, weiter geht's. Ja, komm. So, sollte passen, so rum. So, rum hier. Kommen wir vorbei, nicht wirklich. So, wieder eine Bahn geschafft. Ach ja, so ist das. So, aber wir sind auch schon wieder am Folgenende angekommen. Ich verabschiede mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.